Hallo, was macht Tungil? Was macht Tungil, der Zwerg und der Schmied, wenn er müde ist? Er braucht Tom. Tom Degenham. Tom ist 3D-Künstler bei King Art Games in Bremen. Da bin ich hier. Hier entstehen die Zwerge, dieses Rollenspiel. Und wenn Tungil müde ist, dann braucht er einen Schemel. Und den Schemel, schiebt Tom ihn unter den Allerwertesten. Ein Schemel wie hier beispielsweise in diesem Grafikprogramm. Du hast gerade eben einen gezaubert. Erklär doch mal ganz kurz für Leute, die von 3D-Programmen nicht so viel Ahnung haben. Wie macht man sowas? Wir arbeiten mit 3D Max unter anderem und letztendlich haben wir eine einfache, simple 3D-Geometrie, die wir zerschneiden, verschieben, deformieren, wie sie uns passt. Und das sieht dann. Unterstellen wir mal, wenn ich dich unterbrechen darf, unterstellen wir mal, Tungil ist gewachsen. Kommt bei Zwergen nicht allzu häufig vor. Aber nehmen wir mal uns einfach an, er wäre jetzt plötzlich über Nacht, weil er irgendeinen geheimnisvollen Trank bekommen hätte von euch, um 3 Zentimeter gewachsen oder um 10. Wie wird der Schemel größer? Ich kann mir hier einfach verschiedene Anfasspunkte suchen. Also zum Beispiel diese Einzelfläche, aus der der Hocker besteht. Und diese einfach verschieben. Oder, ich kann mir die ganzen Punkte nehmen und die gesamte Höhe verschieben. Ich kann mir auch die Füße nehmen und die einfach verkürzen und so weiter und so fort. Dann hätte ich allerdings das Problem, dass sie über dem Boden schweben. Das ist nur ein Objekt von sehr, sehr vielen in der Schmiede und erst recht im Spiel. Da sind noch viel, viel mehr. Vielleicht zoomst du mal für uns raus, dass wir mal den ganzen Raum sehen. Das ist auch der Raum, der in der ersten Demo des Spiels enthalten ist und den man auch jetzt schon demnächst in Kürze überall sehen kann. Auf YouTube, in Videos, bei Spielejournalisten, die diese Demo schon mal spielen. Und das ist die Schmiede. Allerdings fehlt da noch einiges. Da fehlen noch Farben, da fehlen noch Texturen. Wie kommen die dorthin? Das wird noch ein bisschen komplexer. Wenn die Modelle irgendwann fertig sind, dann kann man die sozusagen häuten. Also man kann sich das tatsächlich so vorstellen, als würde ich einem Bär das Fell abziehen. Das heißt, ich habe in dem Fall dann einen Stuhl und ich nehme die ganzen Einzelflächen, lege sie auf eine zweidimensionale Fläche. Und dann kann ich sie anmalen, beziehungsweise texturieren, so heißt das dann in dem Fall. Wenn du mal ein bisschen durch den Raum durchgehst und uns netterweise ein paar komplexere Sachen noch zeigst, das sind Fässer beispielsweise oder ein Amboss steht da, im Hintergrund steht auch ein Zwerg, der wenig animiert ist bislang, der steht da und breitet seine Arme aus. Das sind Gestalten, die sind schon ein bisschen aufwendiger zu machen und da gibt es auch nicht nur geometrische, eckige Figuren, da muss man schon ein bisschen mehr tricksen und mehr Arbeitsstunden reinstecken. Definitiv. Wenn ich hier mal diese ganzen Einzelflächen einblende, aus denen der Charakter besteht, dann sieht man schon, das sind deutlich mehr, in dem Fall 18.000 Einzelflächen. Das heißt, da gibt es dann auch wieder ganz andere Tools. Das findet dann auch nicht in 3D Max statt, sondern in ZBrush. Und letztendlich muss es aber eben alles nochmal wieder runtergebrochen werden auf verhältnismäßig einfache Form. Damit der Computer das auch später im Spiel in Echtzeit alles darstellen kann. Da liegt ein wahres Spinnennetz über der Figur. Nachher wird dann alles umgerechnet. Wenn du sowas kreierst, erschaffst du das dann völlig freihändig? Setzt du da hin und zeichnest oder ziehst? Oder gibt es da auch bestimmte Vorlagen, die du benutzen kannst? Ja, also da ist das Internet definitiv immer ein großer Helfer. Gerade wenn es um Objekte geht, die es in der Realität gibt, die wir uns nicht komplett ausdenken, sondern vielleicht nur in unseren optischen Stil bringen, in unseren grafischen Stil oder aus der Realität in ein Fantasy-Setting oder eben in ein Sci-Fi-Setting oder was auch immer gerade gebraucht ist. Da guckt man dann schon immer, wie wurde es in der Realität gelöst und wie kann man das jetzt anpassen. Und wir wissen ja alle, dass es Zwerge auch in der Wirklichkeit gibt. Also Fantasy ist nur ein Anführungszeichen. Eigentlich ist das hier eine historische Dokumentation über diese Geschöpfe, die in unserem Mittelalter gelebt haben. Wenn du im Internet recherchierst und dann diese Fotos findest, gibt es dann auch Möglichkeiten, wie du da tricksen kannst, wie du dann Konturen oder Texturen oder Formen rüberziehen kannst in das Programm? Oder ist das wirklich nur so ein Anstoß für dich, dass du einen Blick drauf wirfst und dir denkst, so ähnlich werde ich das jetzt mal freihändig umsetzen? Es kommt natürlich eben darauf an, was gewünscht ist. In dem Fall ist es ja so, dass wir eine Ansicht aus Vogelperspektive auf das ganze Spiel haben. Das heißt, einige Sachen müssen übertrieben modelliert werden. Zum Beispiel, was für eine Bewaffnung hat der Zwerg? Es ist ein großer Hammer. Man muss ganz deutlich sehen können,
aus dieser Entfernung und von schräg oben, wofür ist welches Objekt zuständig. Und wenn man dann realistische Fotos als Vorlage nimmt, dann sind die Proportionen eben realistisch und demnach eigentlich maximal als Vorlage was wert. Das ist also ähnlich wie bei den Comics. Da haben ja auch die Leute oft ganz große Hände und ganz große Augen, ganz große Nasen. Das betrifft ja auch die Gegenstände, dass Gegenstände halt etwas größer sind als der Hintergrund beispielsweise. Das heißt, so richtig realistisch ist das nicht. Wie viel künstlerische Freiheiten hast du denn sonst noch zur Gestaltung von Architektur, von Säulen, von Gegenständen? Also wie sehr kannst du da einfach die Brauchbarkeit oder die Nützlichkeit dieser Alltagsgegenstände beiseite schieben? Na, zum Beispiel haben wir uns eine recht komplexe Architektur für die zweiten der Zwerge, also die Steinmetze, ausgedacht. Da sind wir mit dem Ansatz rangegangen, dass die eben nicht eine Höhle in einem Berg haben, in dem sie Säulen reinstellen und ihre Räume, sondern sie haben einen massiven Berg und denken sich so eine Art Skulptur aus. Wie könnte dieser Raum entstanden sein? Das heißt, da ist eine Menge kreativer Freiheit. Gleichzeitig versucht man natürlich jetzt statisch nicht zu unrealistisch alles aussehen zu lassen und so weiter und so fort. Anderes wunderbares Beispiel ist einfach, ein Problem, auf das wir gerade gestoßen sind, ist die Vereinbarung in einem Charakter zwischen, wie sieht er cool aus und wie kann er sich dann zusätzlich auch tatsächlich noch bewegen. Also was Rüstungen angeht, was Stoffe angeht und darunter muss ja immer noch irgendwie ein Körper sein, der sich bewegen kann. Und dann gerade, wenn man diese gedrungenen kleinen Zwergenproportionen hat und so, das alles in einen Guss zu kriegen, ist ganz schön schwierig. Es gibt ja außerdem noch viele Leute, die Romanreihe kennen und die ganz genaue Vorstellungen davon haben, wie Zwerge gefälligst anzuziehen sind, welche Gegenstände sie haben, wie die Räume auszusehen haben. Gibt es da manchmal Probleme? Also gibt es da zum Beispiel in dem Ort, den wir uns da anschauen, in der Schmiede einen Gegenstand oder eine Werkbank, wo du dir gedacht hast, na, wenn ich die jetzt falsch gestalte, dann rücken die Fans mir auf die Pelle und machen mir erbitterte Vorwürfe. Bei den Locations ist das ein geringeres Problem. Es sind tatsächlich die Charaktere, da wo die Leute wirklich eindeutige Vorstellungen haben. Es gibt jetzt aber zum Beispiel eine Sache, der Vorraum von Ogatod, bevor sie in den Thronsaal gehen, wird im Buch zum Beispiel so beschrieben, dass er dass der Eingang durch eine riesige Vrakas-Statue führt. Und da hat Markus Heitz sogar relativ detaillierte Maßangaben gemacht. Das sind dann die Schuhe von der Statue, zwei Ponys lang zum Beispiel und solche Sachen. Da haben wir aber letztendlich gesagt, das passt uns nicht so ganz ins Konzept. Deswegen haben wir die Statue überhaupt nicht im Vorraum zu sehen, sondern sie ist tatsächlich nur in dem eigentlichen Thronsaal. Und so gesehen nehmen wir uns ein paar Freiheiten. Es ist aber definitiv bei den Charakteren ein größeres Problem, weil da die Leute halt meistens sehr klare Vorstellungen haben. Da ist aber bei uns der Ansatz, solange die Leute unsere Version cool finden, vielleicht nicht hundertprozentig oder ein anderes Bild davon hatten, aber solange sie es cool finden, ist es okay. Also definitiv. Jetzt haben wir so lange geredet über einen ganz kleinen Raum. Lass uns doch noch einen Blick werfen auf einen ganz, ganz großen, nämlich, jetzt müssen wir aufpassen, es war nicht so viel Spoilern, Viele von euch kennen ja die Geschichte der Zwerge von Markus Heitz und die wissen auch, wie die Handlung läuft, aber alle eventuell nicht. Und wir machen Ihnen einen ganz, ganz kleinen Spoiler. Wir sagen nämlich, dass Tungedil irgendwann auszieht in die Fremde, dass er Quests bekommt, große Abenteuer erlebt und schließlich auch in große Räume reinkommt, wie in diesen hier zum Beispiel. Und in diesem Raum können wir eine Sache ganz gut zeigen, nämlich was du dann schließlich machst, damit das alles, was du hier entwirfst, auch wirklich vom Rechner erfasst werden kann. Genau. Wenn er keine Abenteuer erleben würde, wäre es ja auch nicht spannend. Genau. Nee, was ich dann letztendlich eben mache, das hatte ich eben schon ein bisschen versucht zu erzählen, ist dieses Unwrapping. Es ist halt ein wichtiger Schritt, um dem Rechner möglichst viel Arbeit zu ersparen letztendlich. Zum Beispiel der Boden. In meinem Blockout ist das eine große Fläche. Sowas mit Texturen und Farbe und bunt und schön zu machen, ist halt aufwendig, wenn man es nicht vorbereitet. Und was ich hier zum Beispiel gemacht habe, ist, dass ich den Boden gekachelt habe. Das heißt, er besteht aus lauter Fliesen, was für Zwerge relativ typisch ist. Und
damit ich jetzt nicht diese Bahn hier zum Beispiel komplett in einem Objekt habe, was eine große Textur braucht, habe ich hier das kachelbar gemacht. Ich kann also dieses eine Element fängt genauso an, wie es aufhört. Und wenn ich es in Reihe lege, sieht es aus wie ein bündiges Ding. So. Oder diese Flächen hier. Damit es jetzt nicht immer dasselbe homogene Muster ist, habe ich das im ganzen Raum verteilt, aneinandergelegt und immer zufällig um 90 Grad gedreht. Dadurch kommt eine Variation rein, das Auge hat ein bisschen Abwechslung, es sieht nicht ganz so generisch aus und ist trotzdem äußerst ressourcensparend. Was wir hier, glaube ich, auch ganz gut zeigen können, ist das, was du eben etwas unappetitlich Häuten genannt hast und was mir wirklich etwas orkisch vorkam. Wie man nämlich Gegenstände nimmt, ihnen die Haut abzieht, also die Oberfläche, sodass sie dann später von den Leuten, die für die Texturen, für die Farben und die Zeichnungen zuständig sind, bemalt und bepinselt werden können. Vielleicht kannst du das an einem Beispiel mal zeigen. Das kann ich an allen Beispielen hier zeigen, weil ganz einfache Objekte sind eben diese Fliesen. Da werfe ich dann ein Tool drauf, einen sogenannten Unwrap UV Modifier. Da öffnet sich dann ein weiteres Fenster und in dem Fall sieht man das sehr einfach, dass sich das Muster letztendlich eins zu eins wiederholt. Also diese ganzen Geometrien, die ich jetzt hier habe, wiederholen sich hier auf einer zweidimensionalen Fläche. Und das ist alles ein bisschen krumm und schief, aber das reicht meistens aus. Und in-game sieht das dann nochmal super einfach aus. Ein etwas komplexeres Objekt wäre zum Beispiel so eine Säule. Ich blende mal den anderen Kram aus. Wenn ich hier ein Unwrap UV Modifier draufpacke, dann ja, hat man schon lauter Kleinigkeiten hier. Aber hier sieht man wunderbar, dieser Bereich deckt den Teil der Säule ab. Also was ich hier rot markiere, ist dann eben auch da rot markiert. Und so weiß ich immer genau, wo ich mich in diesem dreidimensionalen Objekt befinde und welcher Teil das dann letztendlich in 3D ist. Und diese Zeichnung, die nimmst du dann später und bemalst dann die passenden Stellen halt oder kopierst da Fotografien drauf oder Muster, von dem auch immer, was dann später auf dem 3D-Objekt erscheinen soll. Wenn ich jetzt behaupte, dass das der einfachste Teil der Arbeit an 3D-Modellen ist und dass mein nächstes Interview, nämlich das mit dem Kollegen von ihm, mit Thomas, der für die Animation zuständig ist, der kompliziertere Teil ist, bist du dann beleidigt? Ja. Dann sage ich das natürlich nicht, denn das wäre einfach grob unhöflich. Das mache ich als nächstes. Wir quatschen mit dem Kollegen von ihm, der zuständig ist für die Animationen und dann werden die Figuren halt lebendig. Schauen wir uns gemeinsam an. Ja.